Und hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zu einem neuen Horror-Let's Play. Und zwar, wir spielen heute die Demo zu Tell No One. Ja, wie ihr es schon seht, sieht verdammt düster aus. Das ist die Demo, also nicht wundern, wenn er zwischendurch ein bisschen hängt und hackt und spackt. So, aber auf Start hier. Was das genau ist, weiß ich selber persönlich noch nicht. Ich habe mir da bloß ein Entwickler-Video mal angeguckt. Sah auf jeden Fall sehr interessant aus und deswegen habe ich mir gedacht, spiel es doch mal. So. Ja, wie gesagt, hängt hier noch ein bisschen zwischendurch. Aber wir hoffen doch, wir werden trotzdem unseren Spaß dran haben. Kommen wir da nicht hin? Puh, ich habe Brüste. Interessant. So muss das sein. Ein Blick nochmal. Ah. Sehr interessant. Auf jeden Fall, die Grafik ist schon mal sehr schön. So, generell kann man hier auch die Perspektive wechseln immer, damit wir die Protagonistin auch sehen können. Ja, wir spielen Mädchen, falls ihr noch nicht gesehen habt. So. Dass wir hier zwischendurch wechseln können, aber ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Na, vielleicht wird es ja noch erklärt. Sag mal, Stuhl, ist jetzt bald vorbei mit den scheiß Knarren? Was macht dein Kirre? Okay. Welche schöne Scheiße bin ich hier wieder reingeraten, ne? Was? Okay. Kann ich hier irgendwas öffnen vielleicht? Ah, was ist das denn? Taschenlampe? Taschenlampe aufnehmen? Ne, kann ich nicht. Schade. Dachte, man kann es aufnehmen. Okay, ja, wir werden mal hier ein bisschen umherschleichen, ne? Okay. What the... Okay. Sieht aus, als wären wir hier in einem Kinderzimmer. Das soll wohl ein Schaukelpferd darstellen. Also generell soll es hier die First-Person-Perspektive geben, so wie wir es gerade spielen. Und einmal noch die Third-Person, wo wir die Person sehen. Musik her. Okay. Hier können wir auch mal die Protagonistin sehen. Und scheiße, ey, sie aus wie ein Zombie. What a fuck. Was? Was ist denn das für ein Spiegel? Dieses Spiel macht einen zum Zombie, das geht ja gar nicht. So sehe ich gar nicht aus. Ich bin ein wunderschönes Mädchen. Kann ich hier nicht irgendwie abstellen oder so? Interagieren. Interagieren geht schon mal nicht hier. Ich bin mal gespannt, was das für ein Zettel hier eigentlich ist. Generell suche ich gerade mal, wo man das vielleicht ändern können. Oh, das war falsch. Hier. So. Aber wir haben ja noch hier andere Räume zum Umherschnückern. Sehen wir, gucken mal hier rein. Schreibmaschine haben wir hier noch. Da ist dieser olle Stuhl schon wieder da hinten, ne? Ich frage mich nur, wie wir hierher gekommen sind. Wäre es mal mit was... Nee, das ist doch nicht der Stuhl.
Doch klar, das ist der Stuhl. Ich bin nur von da reingekommen. Was? Was war das? Okay. Keine Panik, ich gehe vor. Da kann ja nur mir was passieren und nicht euch. Was ist das? Was? Wo kommt das her? Was? Hä? Irgendwie stehe ich hier gerade auf was. So, komme ich hier nicht her? Komme ich hier nicht runter? Ne, komme nicht weiter. Unsichtbare Wände. Gut. Ah. Wieso? Ich kann mich nicht bewegen. Also hier ist auf jeden Fall mega noch der Bug drinne, dass man sich kaum bewegen kann. Aber so, jetzt funktioniert es wieder. Okay, trotzdem gleich merkwürdig. Boah, da kommen wir ja auch nicht raus irgendwie. Aber generell muss hier irgendwas passiert sein. Hier ist übelst das Blut und die Tür ist da vorne zugegangen. Und die Tür geht auch nicht mal auf. Na, sehr schön. Gut, jetzt haben wir ein zweites Problem. Erstmal, wir haben keinen Plan, wo wir sind. So. Das ist schon mal das Erste. Und wir kommen ja auch nicht mehr raus. Jetzt können wir bloß mal hier alles durchstöbern. So, also das ist... Okay, das Fenster war vorhin auch noch auf. Gut. Was ist denn hier? Was fällt denn hier runter immer? Hat sich hier irgendwas verändert im Raum? Nö, nicht wirklich. Hm. Ich dachte, durch den Spiegel kriege ich irgendwelche Hinweise raus. Aber es funktioniert auch nicht so, wie ich mir es erhofft hatte. Ich versuche hier irgendwie zu interagieren mit irgendwas, aber das funktioniert auch nicht so leider. Ich stecke schon wieder fest. Wieso kriege ich dieses Ding nicht ausgeschaltet hier eigentlich? Was dann aus hier die Spieluhr? Ha? Achso. Ja, das war gerade nicht so gewollt. Na, da ist ja ein Japan-Spiel, das vielleicht. Ne. Ich habe jetzt mal ein paar Tasten ausprobiert, das bringt auch nichts. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht die Karte mitnehmen, aber ich weiß gar nicht, wie ich auch in die... Hat man hier überhaupt... Menü gibt es ja auch noch nicht oder sowas. Aber irgendwas muss ich ja vielleicht übersehen haben. Bin mir noch nicht ganz sicher. Das ist aber noch eine sehr frühe Version, glaube ich. Ah,
warum komme ich nicht mehr raus? So, jetzt werde ich mal hier vorne mal ein bisschen spicken, ob ich da noch was finde. Da ist dieser schöne Stuhl schon wieder. Bin ich das hier oder was? Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Ist auch eine oblige Rohrzwänge. Ha. Ich schaue mich mal hier noch mal ein bisschen um. Okay. Bin ich das? Nein. Das bin ich nicht. Da ist ein Kind drin, irgendwie da. Da, mit so blutigen Augen und so. Na, Junge, wie geht's dir? Alles frisch bei dir? Okay. Und ich hab hier schon wieder... Ich bin gerade wieder auf eine andere Ebene gegangen, sehe ich gerade. Oh, ich gehe immer höher. Nein. Ah! Okay. Ja. Liebe Freunde der Spielekunst, ich glaube, ich bin hier... Ist auf jeden Fall noch sehr verbuggt, das Ganze, muss ich schon sagen. Von der Grafik her gefällt es mir sehr. Was der Junge da jetzt macht im Schrank, das kann ich noch nicht sagen. Ich werde das gleich nochmal machen. Noch mal gleich starten, glaube ich. Weil jetzt hänge ich hier nämlich fest. Und ich komme nicht mehr weg, nein! Gut, mal gucken, ob ich hier noch was herausfinde. Das heißt, wir gucken uns gleich den Jungen nochmal genau an. Also, würden wir sagen, bis gleich. So, Freunde der guten Unterhaltung. Und ja, hier bin ich auch schon wieder. Was? Ich hab doch noch gar nicht angefangen. So, ich wollte euch das ja nochmal ein bisschen zeigen hier. Und zwar, wir wollten uns mal den Jungen da anschauen, was er da möchte und was er drin eigentlich machte. So, du Lausepup, komm mal her jetzt. Ich zieh mal aus dem Schrank jetzt raus. Ha. Er ist einfach nur so da. Komisch. Hallo, du Model. Ein Model. Ja, also generell soweit. Ha. Ja, was soll ich dazu sagen? Ein Junge, der sich nicht bewegt. Aha. So, und ich würde sagen, ja, ich denke mal, wir machen von hier aus Feierabend, würde ich sagen. Voll viel zu entdecken gibt es ja hier soweit erstmal leider nicht mehr. So. Ich weiß nicht, ich wollte gerade Feierabend. Ich suche noch eine schöne Stelle, wo ich eigentlich Schluss machen kann. Aber ich glaube, vielleicht machen wir es. Also. Hey! Einfach die Tür wieder zu machen geht nicht. Ich wollte gerade Schluss machen. Scheiße. Ach, ich weiß schon, wo wir Schluss machen. Sehr schöne Idee. Bin schon mal wieder auf gute Ideen heute gekommen. Hier drin ist ja auch nichts mehr drin gewesen. So, zwar vor meinem Spiegelbild. Vor meinem Spiegelbild, so. Aber generell, hier ist jetzt alles zu. Das ist aber auch gleich doof irgendwie, oder? Vielleicht ist hier auch noch einer drin, ein Huckepuck. Ja, egal, einer drin, nee, ne? So. So, ich würde sagen, wir machen hier jetzt Schluss, würde ich sagen. Nochmal neben mir gucken, steht keiner. Alles klar, gut. So, und ja, ich würde sagen, das war's heute wieder mit Gaming with Ben. Ich war euer Ben und ja, ich sag von hier schon mal wieder Tschüssikowski und bis dann. In der Beschreibung wieder der Download-Link, der Demo und die Facebook-Seite des Entwicklers. Könnt ihr euch auch mal gerne anschauen.
Sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus, das Ganze. Und ja, gerne Video liken, Kanal abonnieren, oben rechts wieder Abonnieren-Button, raufdashen, raufclashen, raufdashen und dann passt das Ganze auch schon. Und ja, damit ihr immer gut informiert seid über neue Indie-Games, Horror-Games, Indie und allgemein kann man sagen, generell. Und ja, ich sag von euch tschüss, Kosti und bis dann. Und natürlich bis dahin, ganz wichtig, bis zum nächsten Mal, ganz wichtig, immer schön weiter zocken. Also, reinhauen!